Crewsitze aus Soyuz-Raumschiff ausbauen, Sitze tauschen, einen Soyuz-Sitz in den Crew Dragon von SpaceX einbauen und dann wieder in eine neue Soyuz. Ja, war viel los in letzter Zeit an der ISS. Doch so richtig gute Informationen, wie das denn jetzt ist mit den Soyuz-Sitzen, gab es eigentlich nicht. Grund genug, uns das Thema Soyuz-Sitze mal genauer anzusehen. In der aktuellen Technik-Episode schauen wir uns an, wo sich die Sitze in der Soyuz befinden, warum genau dort und wie sie funktionieren. Kleiner Spoiler, da hat sich jemand eine Menge gedacht. Ja, und wir schauen uns an, warum das Space Shuttle für ISS-Langzeitmissionen standardmäßig mit einem Soyuz-Sitz bestückt war. Haben die Russen der amerikanischen Technik den amerikanischen Sitzen nicht getraut? Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen nur auf YouTube bei Senkrechtstarter. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass im Video gerne ein Like da und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Nun aber zum Thema der heutigen Episode. Bevor wir uns anschauen, wie die Soyuz-Sitze eigentlich funktionieren, das ist nämlich schon sehr speziell, machen wir gleich vielleicht eine kurze Übersicht über das Soyuz-Raumschiff. Hier die wunderschöne Animation von Jared Owen, der ein ganzes Video über die Soyuz hat, außerdem über das Space Shuttle und den Crew-Ring von SpaceX und die Soyuz-Raketen und ein ganz, ganz toller Kanal. Vielen, vielen Dank, dass ich die Animation benutzen darf. Ja, den verlinke ich euch unter dem Video. Das Soyuz-Raumschiff besteht ja aus drei Teilen und ich merke immer wieder, dass der Aufbau zur Verwirrung führen kann. Von vorne nach hinten besteht die Soyuz aus erstens dem Orbitalmodul, das nur, wie der Name schon sagt, im Orbit verwendet wird und eine erweiterte Druckkapsel darstellt. Zweitens dem Abstiegsmodul, in dem die Crew sowohl beim Start als auch bei der Landung Platz nimmt. Ja, und drittens ganz hinten dem Servicemodul, ja, mit dem Hauptantrieb, der Energieversorgung und den Betriebsstoffen, so ganz grob. Und die Sitze, um die es heute gehen soll, die sind im zweiten Teil, dem Abstiegsmodul, was ja auch für den Aufstieg benutzt wird. Das hat als einziges der drei Teile ein Hitzeschild. Ja, und es hat eine besondere Form, die den Wiedereintritt schon etwas kontrolliert, einfach nur durch die Form heraus. Außerdem ein eigenes Steuersystem, das auch noch nach der Separation von dem Servicemodul funktioniert. Von dem Druckkabinen-Innenraum mit 4 Kubikmetern sind nur 2,5 Kubikmeter von der Crew nutzbar. 2,5 Kubikmeter, das ist weniger als eine Telefonzelle. Ja, falls du weißt, was das sind diese Dinge aus dem vorherigen Jahrhundert. Wie beengt es in der Soyuz zugeht, das kann man ganz gut schon auf Bildern erahnen. Das wird einem nochmal deutlicher, wenn man weiß, dass sich der Kommandantensitz in der Mitte ein Stück weit hinter den anderen Sitzen befindet. Ja, weil ganz einfach anders keine drei Sitze mit Crew in Druckanzügen nebeneinander passen würden. Ja, und das bringt uns jetzt endlich zu den Soyuz-Sitzen. Die sind nach, ich hoffe, meine Aussprache ist einigermaßen korrekt, Kazbek benannt, einem 5000er im Kaukasus. Jeder Kazbek-Sitz benötigt eine für den jeweiligen Benutzer maßgeschneiderte Sitzunterlage oder bisschen technischer ausgedrückt ein Liner. Dabei ist maßgeschneidert eigentlich eine Untertreibung, besser gesagt, passt wie angegossen. Tatsächlich wird für jede Person, die für einen Soyuz-Flug trainiert, ein individueller Liner gefertigt und dafür einen Rückenabdruck angefertigt. Ich weiß nicht, ob ihr mal eine Zahnspange hattet, aber an meinem Gebiss, da haben sich gleich mehrere Kieferorthopäden ausgetobt. Daran musste ich zumindest denken, als ich dieses Abformen gesehen habe. Mithilfe des abgeformten Rückens, schöner Rücken kann auch entzücken, kann dann eine Faserverbundschale gefertigt werden, auf die dann ein Schaumstoffbezug kommt und die so den für jeden Raumfahrer individuellen Liner bildet. Der eigentliche strukturelle Sitz ist ein Aluminiumgestell. Diese Kazbek-Sitzgestelle haben Standardgröße, ja, und in ihnen befestigt man dann die individuellen Liner. Apropos befestigt, wir haben ja leider keine Fotos vom Soyuz-Sitz von Frank Rubio, der ja zeitweise als Bastlösung unter den Sitzen von Crew 5 in der Dragon zwischen Frachtsäcken befestigt wurde. Die Befestigung erfolgte mit Frachtgurten, die man sich aus der letzten Cargo-Dragon ausgeborgt hatte. Vielleicht doch besser, dass man das nicht nutzen musste. Ja, und die Crew Dragon von SpaceX, die bringt uns zu einem anderen Punkt. Während die Crew Dragon ja ausschließlich im Wasser landet oder wassert, sieht eine Soyuz-Landung eigentlich standardmäßig eine wirkliche Landung an Land vor, und zwar in der kasachischen Steppe. Wobei es da 1976 den Fall gab, dass Soyuz 23 unbeabsichtigt im Tengizsee in Kasachstan landete und von Tauchern geborgen werden musste. Wie durch ein Wunder war die zweiköpfige Crew zwar stark unterkühlt, denn die Außentemperaturen lagen bei minus 22 Grad Celsius, aber sonst unversehrt. Soweit ich weiß, war das die einzige unbeabsichtigte Wasserlandung in der Geschichte der Raumfahrt. Das ist eine super spannende Geschichte um diesen Flug von Soyuz 23. Vielleicht mal den Wikipedia-Artikel dazu lesen. Da die Soyuz für das Landen an Land ausgelegt ist, fehlt ihr die dämpfende Wirkung von Wasser bei mäßiger Geschwindigkeit. Die Fallgeschwindigkeit der Kapsel, die muss ja schließlich irgendwann den Ruhezustand Null erreichen. Je nachdem, wie abrupt das passiert, ist das für die Humanoiden an Bord mal mehr oder weniger angenehm.
Eine Reihe von Vorkehrungen wurden an der Soyuz getroffen, um das für die Crew komfortabler, vor allem aber sicherer zu machen. Neben den angepassten Sitzen oder den Sitzlinern, die die Last gleichmäßig auf den Rücken verteilen, ist die Soyuz mit Bremsraketen und Näherungssensoren ausgestattet, die kurz vor dem Erreichen des Bodens feuern und die Geschwindigkeit der am Fallschirm fallenden Kapsel noch einmal reduziert. Dieses Abbremsen kurz vor dem Aufprall, das kennst du vielleicht von der New Shepard von Blue Origin. Es gab ja mal die Ankündigung, dass der nächste Tesla Roadster über SpaceX-Raketentriebwerke verfügen soll oder eine Spezialedition diese Triebwerke haben sollte als Kaltgastriebwerke, die dann sowohl beim Beschleunigen helfen können, aber halt auch beim Abbremsen. Mal schauen, ob es das wirklich geben wird. Aber zurück zur Soyuz oder dem Abbremsen der Soyuz. Weiterhin verfügt das Aluminiumgestell der Soyuz-Sitze über einen Dämpfer von nicht unerheblicher Länge, um die Sitze und vor allem ihre Insassen beim Aufprall zu schützen. Da die Soyuz unter allen Raumschiffen nicht unbedingt den Ruf einer großzügigen Penthouse-Wohnung hat, werden die Sitze erst kurz vor der Landung in die ausgefahrene Position gebracht. Das passiert auch recht zackig, wenn wir uns das hier bei Alexander Gerst anschauen, der gefühlt fast die Konsole im Gesicht hängen hat. Das erklärt dann auch, warum zur Bedienung der Konsole ein Spezialstock verwendet werden muss und man die Konsole nicht einfach etwas näher an die Insassen positioniert hat. Auf den ersten Blick vielleicht etwas umständlich gelöst, aber wenn man das Gesamtsystem betrachtet, doch irgendwie auch genial, weil bestechend einfach. Uns Deutschen wirft man ja ganz gern mal vor, wir würden alles overengineeren. Auf diese Lösung für das Landen der gesamten Kapsel mit den Insassen kam man in der Sowjetunion übrigens nicht sofort. Für die ersten Raumflüge, wie die von Juri Gagarin im Vostok-Programm, hatte man keine Lösung, um Kapseln mit Insassen sanft zu landen. Vielmehr wurde Gagarin nach seinem bestimmt extrem aufregenden Ritt in den Weltraum und durch den Wiedereintritt kurz vor der Landung mit einem Schleudersitz aus der Kapsel geschossen, bevor er an einem Fallschirm mit seinem Sitz landete. Das wurde aber erst viel später bekannt, weil es der damaligen Administration wohl etwas peinlich war, dass man seine glorreichen Helden nicht auch mit glorreicher Technik landen konnte. Finde ich jetzt unbegründet, war trotzdem eine Ultraleistung. Die Amerikaner hatten halt mit ganz viel Wasser ringsherum günstigere Voraussetzungen für das Landen im Wasser. Aber ich schweife schon wieder ab. Zurück zu den aktuellen Soyuz-Sitzen bzw. den Sitzlinern. Die sind also maßangefertigt und sehr passgenau. Da ist ein Austausch innerhalb der Crew nicht sehr sinnvoll. Jedem Menschlein sein eigener Sitz. Das heißt, sobald jemand sagt, hey, ich will aber lieber den Fensterplatz, müssen die Sitze gewechselt werden oder die Sitzliner. Aber nicht nur innerhalb einer Crew werden mitunter die Sitze gewechselt, da nicht jeder Mensch, der mit einem bestimmten Soyuz-Raumschiff fliegt, auch mit genau diesem zurückkommt, müssen immer, wenn Besatzungsmitglieder im Orbit wechseln, diese Liner auch getauscht werden. Und das passiert gar nicht so selten. Beispielsweise als bei Soyuz MS-19 die Schauspielerin Julia Pedicilt und Regisseur Klim Schipenko zur ISS geflogen sind. Die Soyuz MS-19, mit der die beiden in den Weltraum geflogen sind, ist mit ihrem Kommandanten Anton Skablerov an der Station geblieben. Pedicilt und Schipenko sind dann aber nach 2 Wochen mit der bereits an der Station gedockten Soyuz MS-18 und ihrem Kommandanten Oleg Nowitzki zurückgeflogen. Das ging nur, du ahnst es, nachdem die Sitze der beiden Filmschaffenden in die Soyuz MS-18 umgebaut wurden. Zustände wie am Filmset. Anders beim Flug des Milliardärs Yusaku Maezawa zur ISS. Dessen 12-tägiger Soyuz-Flug war von Anfang bis Ende nur für seinen Aufenthalt auf der ISS konzipiert. So flog auch der Kommandant Alexander Mizurkin mit Maezawa und seinem Assistenten Hirano zur ISS und wieder zurück. Zurück ist ein gutes Stichwort, das bringt uns zur aktuellen ISS-Langzeitbesatzung und Crew von Soyuz MS-22. Durch das erfolgreiche Docken der neuen Soyuz MS-23 und den Umbau der Sitze in diese Soyuz ist die Crew aus Sergei Prokopjew, Dmitri Petelin und Frank Rubio jetzt auch ganz offiziell Teil der Soyuz MS-23. Das zeigt sich schon allein darin, dass man den Aufenthalt der drei um ein halbes Jahr verlängert hat. Also genau um den Zeitraum, der für die ursprüngliche Crew von MS-23 vorgesehen war. Und jetzt noch ein Raumschiff hochzuschicken, nur um die geplante Crew-Rotation zu machen, ist nicht möglich, weil es so schnell kein Ersatzraumschiff gäbe, aber auch, weil das natürlich ordentlich ins Geld ginge. Warum nicht nutzen, dass man drei hervorragend ausgebildete Menschen auf der ISS hat, die den Job halt ein bisschen länger machen müssen. Damit der Flug ohne Crew von MS-23 nicht komplett umsonst war, hat man das Raumschiff wenigstens mit Fracht vollgestopft und dann dort verstaut, wo die Liner mit den Menschen normalerweise gestartet wären. Das mit dem Sitzetauschen hat man übrigens schon zu Mir-Zeiten gemacht, wenn es da einen Crewwechsel durch die Soyuz gegeben hat. Und genau das bringt uns zu meiner absichtlich reißerischen Frage vom Anfang, auf die du jetzt vielleicht die Antwort selbst geben kannst. Folgende Denkaufgabe: Space Shuttle A ist mit Sitz A und einer rein amerikanischen Crew zur ISS gestartet, aber ohne Sitz A nach einigen Tagen zur Erde zurückgekehrt. Mehrere Monate später ist Shuttle B zur ISS gestartet und mit Sitz A und rein amerikanischer Crew zurückgeflogen. Warum?
Ja, das Shuttle war, wie sein Name schon sagt, ein Zubringer und konnte im Vergleich mit der Soyuz oder Dragon nicht sehr lange im All bleiben. Dafür war es einfach nicht ausgelegt. Da aber auch Amerikaner oder einzelne Shuttle-Crewmitglieder regulär Teil der ISS-Langzeitbesatzung waren, hätten die, sobald das Shuttle weg ist, bei ihrem Aufenthalt kein Rettungsboot gehabt. Lösung, sie haben ihren Soyuz-Sitz, wenn sie mit dem Shuttle gestartet sind, einfach mitgebracht. Und wenn sie dann nach einigen Monaten zurück sind, wieder mit dem Shuttle, musste ihr Platz ja in der Soyuz wieder freigemacht werden. Also wurde ihr Sitz wieder ausgebaut und mit dem Shuttle zurückgenommen. Und da wären wir bei der Crew-Zugehörigkeit, ähnlich wie bei MS-22 und MS-23. Tatsächlich war der Punkt, an dem offiziell zwischen Shuttle-Besatzung und ISS-Besatzung unterschieden wurde, der, wenn die Soyuz-Sitze ein- oder ausgebaut waren. Klar, sollte es eine ISS-Evakuierung geben, wenn der Sitz noch nicht drin ist, wäre es mit dem Shuttle heimgegangen und umgekehrt. Ein Hauptpunkt, der die Länge von Shuttle-Missionen übrigens begrenzt hatte, war die Stromversorgung. Die erfolgte beim Shuttle wie schon zu Apollo-Zeiten mit Brennstoffzellen. Der Wasserstoff und Sauerstoff für die Stromversorgung war dann aber einfach irgendwann knapp. Tatsächlich konnte ein an der ISS gedocktes und über die ISS versorgtes Shuttle sogar etwas länger im Orbit bleiben als ein freifliegendes, das sich autark selbst versorgen musste. Um den Bogen vom Shuttle zu dem leckgeschlagenen Kühlkreislauf der Soyuz MS-22 zu schlagen, am Space Shuttle Endeavour wurde 2007 bei der Inspektion nach der Rückkehr ein großes Loch in einem ihrer Radiatoren gefunden, das vermutlich durch Weltraumschrott entstanden ist. Jetzt muss man sagen, dass Radiatoren prinzipbedingt ja große Flächen abdecken und es daher auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass bei einem Einschlag ein Radiator getroffen wird. Was die Löcher in den Radiatoren von Soyuz MS-22 und Progress MS-21 verursacht hat, ist nicht mit Sicherheit klar, aber ein Mikrometeorit oder ein Weltraumschrottteilchen scheint doch sehr wahrscheinlich, was ja auch die offizielle Theorie ist. Man tut der russischen Technik, denke ich, Unrecht, wenn man jetzt schlussfolgert, sie wäre unzuverlässig, nur weil ein ähnlicher Fehler in kurzer Zeit zweimal aufgetreten ist. Die sowjetische und jetzt russische Raumfahrttechnik hat einen extrem zuverlässigen Ruf, auch wenn es in den letzten Jahren Qualitätsprobleme gab. Um abschließend zurück auf die Sitze zu kommen. Auch wenn oft gilt, änder nie ein funktionierendes System, wirkt die Sitzfertigung, genauer die Linerfertigung mit der Maßanfertigung und diesem Abformen sehr aufwendig und ja auch irgendwie unflexibel und heutzutage vielleicht etwas aus der Zeit gefallen. Für das russische Orel-Raumschiff der nächsten Generation sollen wiederverwendbare Sitze die bisherige Technik ersetzen. Die neuen Sitze sollen dann auf speziell angefertigte Komponenten verzichten und dann relativ einfach auf den jeweiligen Menschen angepasst werden können. Apropos angepasst, du interessierst dich für Raumfahrt und magst mehr guten Content auf Deutsch zu diesem Thema? Ja, wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, findest du unter dem Video einen Link zum Senkrechtstarter Patreon oder zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Beides sehr wichtige Bausteine, mit denen ich versuche, Senkrechtstarter zu finanzieren und mit denen du mithelfen kannst, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Hier geht ein großes Dankeschön an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter schon durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Als kleines Dankeschön bekommt ihr alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Die Raumfahrt von morgen chillt nicht in ihrem maßgeschneiderten Sitz vor sich hin, sondern wir erleben gerade, wie die Menschheit zu den nächsten großen Sprüngen da draußen ansetzt. Unser persönlicher Apollo-Moment. Freu dich drauf, die Zukunft der Raumfahrt wird unglaublich. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.